So, wir müssen uns jetzt mit dem Schleim anlegen. Das heißt... Eisbomben? Dann treten wir da auf die Platte, frieren den Schleim da ein und huschen dann vorbei. Okay. Oder wir laufen einfach ganz schnell dran vorbei. Auch nicht schlecht. Das sind jetzt die anderen Schleime, die freigelassen werden. Au. Das war ein böser Treffer. Ach ja, und das Amulett soll wirklich schick sein. Also probiere ich es mal ganz kurz aus. Es soll jetzt jeden Angriff, also jeden Klick schneller machen. Das heißt, wir können jetzt 15% schneller zuhauen. Was jetzt nicht so extrem klingt, aber da wir im Idealfall ja gar nicht getroffen werden sollten, hust, hust, ist es schon ein nettes Upgrade. Aber ich werde doch definitiv recht häufig getroffen. Was macht unser Altes eigentlich? 20% höhere Angriffskraft. Und einen Schutz. Angriffskraft haben wir jetzt 54. Das sind 9 Punkte mehr. Ja, ich glaube, ich bleibe bei dem hier. Zack. Ah, und krank. Wir sollten uns gleich irgendwo wieder hin verpieseln und uns ausruhen. Ja, ich habe genau gesehen, was du machen wolltest. Oh. Nicht töten. Nicht töten. Lieber Slimer. Ganz lieber Slimer. So. Schlafen. Und jetzt dauert es wahrscheinlich wieder Ewigkeiten, bis die Krankheit da weg ist. Aber hatten wir nicht einen blauen Kristall hier in der Nähe? Wenn ja, habe ich immer wieder nicht markiert. Das werde ich nie lernen. Wenn ich das Spiel noch ein drittes Mal durchspiele, werde ich es auch dann vergessen. Auch wenn ich momentan nicht wirklich einen Grund finde, das ein drittes Mal durchzuspielen. Ah, doch, die Custom Dungeons später, wenn es denn da blaue Kristalle drin gibt. So, Krankheit ist schon weg. Das kam jetzt unerwartet. Aber gut, ich will nicht meckern. Komm, letztes Witzelchen. Danach können wir wieder Schleim töten. Also, einen Schleim töten, danach wieder schlafen. Wie sich das für Abenteurer halt gehört. Die Theorie hatte ich ja schon in meinem Lands of Lore Let's Play aufgestellt. Dass Abenteuer eigentlich 95% ihrer Zeit damit verbringen, sich einfach nur auszuruhen. Was ich ziemlich unterschreiben kann. Also auch bei den anderen Rollenspielen, die ich bisher gemacht habe. Zum Beispiel Baldur's Gate. Dass man teilweise ja auch nur eine halbe Stunde am Rumlaufen, dann tötet man ein paar Monster, schon hat man die wichtigsten Zauber nicht mehr und schläft erstmal wieder. In Dance of Lore war das ja noch extremer am Ende. Da haben wir wirklich in einer Folge teilweise 10 Mal geschlafen. Ich glaube, da kommen wir jetzt auch schon fast drauf, aber ja. Also Abenteurer, 5% des Tages aktiv, Rest des Tages einfach nur am Schlafen. So, den Stab habe ich immer noch nicht ausgetauscht. Das sollten wir auf jeden Fall machen, wenn wir zurück zur Rumpelkammer kommen. Oh, Schlüssel. Du kommst mit. Es sind noch 3 Stück da. Das dauert doch wieder ewig. Na, komm her. Nee, nicht dein Freund. Jetzt haben wir 2 angeditschte Schleime. Apropos Custom Dungeons. Da gab es jetzt ja inzwischen schon ein neues Video zu. Und ich bin echt beeindruckt. Also es hat, wie gesagt, ziemliche Ähnlichkeit mit dem Editor von Return to Chaos. Aber es macht das Ganze noch umso praktischer, weil ich damit halt schon recht viel Erfahrung habe. Und man kann direkt live verfolgen, wie der Dungeon aufgebaut wird. Das heißt, man muss nicht erst abspeichern, dann im Spiel die Stelle finden, wo man gerne hin will. Sondern man kann sich auf einer Karte selber setzen, wo der Held sein soll, und dann sofort losspielen, während man noch am Meditieren ist. Das finde ich super praktisch. Das macht das Ganze noch viel, viel schneller. Aber ja, ist jetzt die Frage, wann davon eine stabile Version rauskommt. Ich denke mal, die werden sich eher ein bisschen mehr Zeit lassen, damit auch ja keine Bugs drin sind, damit man gleich loslegen kann. Weil das wäre nervig, wenn man jetzt anfängt, einen Dungeon zu bauen und dann jede Woche ein Update kommt, das den alten Dungeon dann zunichte macht. Zack.
Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Ich weiß nicht, ob ich sofort die Zeit haben werde, einen Dungeon zu bauen. Denn ich habe, wie fast immer, irgendwie viel zu viele Projekte. Aber da könnt ihr ja reinhauen. Und wenn ihr irgendeinen schönen gebastelt habt, dann könnt ihr mir gerne zuschicken. Und ich werde in den Let's Playen. So, müsste nur noch einer da sein. Und dann können wir mal gucken, ob in den Nischen, wo jetzt die Schleime rausgekommen sind, auch noch irgendwas war. Wenn nicht, war das jetzt eine große Zeitverschwendung. Aber lieber sicher, als irgendein Sequel zu verpassen. Und danach müssten wir eigentlich immer noch die anderen Sequels angehen. Also ich habe am Anfang der letzten Folge, wo wir die Shadow Maze gemacht haben, erwähnt, dass in den Kommentaren drin standen, dass ich so 2-3 Stück vergessen habe. Und die wollte ich eigentlich in der Folge schon angehen. Habe ich mich aber drum gedrückt. Das heißt, wenn wir jetzt hier durch sind, sollten wir eigentlich langsam mal wieder nach oben gehen. Und er hat Hunger. Immer noch Hunger. Und fast kein Hunger mehr. So. Klick. Ach komm schon. So. Nochmal schlafen. Dann können wir das Zimmer durchsuchen. Also ja, definitiv 10-mal schlafen pro Folge. Minimum. Das ist auch eigentlich der einzige Unterschied zwischen leicht, normal und hart, denke ich. Die Anzahl der Nickerchen. Diviner's Cloak. Was machst denn du? Ausweichen plus 5. Energieregeneration plus 20%. Ausweichen plus 4. Ausweichen plus 5. Dexterity und Vitality plus 1, das macht nicht ganz so viel aus. Aber 20% schnellere Energieregenerationsrate, das klingt echt nicht schlecht. Wenn wir mal längere Kämpfe haben, zahlt sich sowas bestimmt aus. So, noch was zu essen, ja, kann mit. Sonst ist hier aber nichts. Na gut, für den Umgang hat sich das ja fast gelohnt, die 4 Schleime umzubringen. Der Schlüssel wird wohl hier reinpassen. Da. Und ich höre hier, ah genau, du warst das die ganze Zeit, das ich gehört habe. Komm her. Ting. So. Ach, da ist noch ein zweiter. Na gut, du auch. Bilde ich mir das jetzt nur ein oder sieht man die, wenn die wirklich wesentlich schneller regenerieren? 21, 22. Alle 2-3 Sekunden kommt da so ein kleiner Typ dazu. Also wenn wir den jetzt umgebracht haben, müssten wir vielleicht gar nicht schlafen, sondern können einfach ein bisschen im Dungeon uns anschauen. Und in der Zeit regeneriert er halt hoch. Kein Stamina mehr. Aber dafür ein Level Up. Noch mehr Punkte, die wir in Äxte stecken können. Damit wir uns langsam mal den 50 nähern. So, kriegen wir was dazu? Ja, Lebenspunkte, 5 Stück. Und nächstes Level 1 Punkt Stärke. Wird langsam, 3 Level noch, dann sind wir auf 50. Da ist eine Fallgrube, wo wir noch nicht reingesprungen sind. Das machen wir gleich mal. Erstmal abspeichern. Zack. LP 25. Waren wir hier schon mal? Anscheinend. Ah, aus dem Loch sind wir wahrscheinlich wieder gepurzelt. Na gut. Okay. Das heißt, wir drücken jetzt den Knopf, dann kommt da das Ding rausgeschossen und fliegt dahin. Ach nee, das war die Geschichte. Ha, habe ich noch gut gemerkt. Also musst du zuerst der einen Kugel ausweichen, dann der anderen. Sind wir hier auch schon reingesprungen? Ah, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Waren wir hier runtergesprungen oder da? Ich springe erstmal oben runter. Okay. Und jetzt unten, also da hinten.
kann ich nicht mehr runterspringen. Das ist ein zweiter Zugang zu dem Secret, wo das Amulett war. Na gut. Aber hätten wir das auch geklärt. Jetzt müssen wir den beiden nochmal ausweichen. So. So. Und durch wären wir. Ich sehe schon wieder Schleime. Schnell Licht. So. Komm, Schleimi, Schleimi. Oh, Wurfäxte. Die können wir mal ausprobieren. Drei Stück haben wir davon. Aber im Laufe des Spiels finden wir davon sehr viele. Daran kann ich mich noch erinnern. Komm mal her. Oh, 29. Komm mal dahin. Ich will ein bisschen mehr Platz haben zum Werfen. Oder wir machen das. Oh. 26. 22? Ja, doch, das lohnt sich auf jeden Fall. Oh, komm hier durch. Nicht darunter springen. Ting. Komm schon, gib um. Die Tür ist nämlich noch offen. Zähes Biest. So, also. Oh, unsere Axt steckte da noch drin. Ah, war da gleich aufgehoben. Schön, schön. So, darum, darum, darum. Tür zu. Schlafen Nummer 7 oder 8. Keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Oh, neuer Traum. Sie haben die ganzen Maschinen und Mechanismen in Schuss gehalten. Im Kerker. Alle, bis auf eine, die unten in den Tunnel liegt. Es muss repariert werden, damit wir diesen Ort verlassen können. Nur noch ein kleines Stückchen weiter. Ja, ich spoilere jetzt mal wieder. Also das Let's Play ist ja eh für die Leute gedacht, die mein erstes Let's Play schon durchgeguckt haben. Also das Spiel schon durchgespielt haben. Die Maschine ist hier der Würfel, den wir am Ende umbringen. Obwohl ich da noch nicht wirklich viele neue Informationen zu habe. Also wie der Würfel hierher gekommen ist. Ob der Würfel zuerst da war und die Mönche den hinterher gebaut haben. Oder ob die Mönche den ganzen Dungeon, um den Würfel gefangen zu halten, konzipiert haben. Dann würde es aber nicht wirklich viel Sinn machen, so viele weite Gänge zu bauen. Wenn ich einen Würfel einsperren wollen würde, würde ich einfach das ganze Ding hier einstürzen lassen, dass nie wieder jemand hier reinkommt. Aber gut. Das war ein schöner Treffer. 122. Ah, da ist ja noch einer. Und dahinter ist noch einer. Ich hasse Schleime. Die halten zu viel aus. Na komm. Wow. Und die teilen auch gut aus teilweise. So, ein, zwei Treffer noch. Und dann können wir wieder schlafen. Und auch die Krankheit auskurieren. So, Tür zu. Schlafen und da gibt es gleich wieder einen kleinen Cut. Und ich habe es in dieser Folge wieder erfolgreich geschafft, die Secrets oben zu ignorieren. Aber gut, solange ich die im Kopf behalte, ist alles gut. Und im Notfall könnt ihr mich ja nochmal dran erinnern. So, Lebenspunkte dürften gleich voll sein. Dann speichern nochmal kurz ab. Ah, das zieht sich langsam. Aber ist ja gut so. Je mehr Lebenspunkte, desto besser. Klick. Speichern. LP 25. Jupp. Jupp. Und wir sehen uns gleich wieder.